diesem Duell Martin Schmitz, fünfter Rang bei den Lucky Loser. Funaki gegen Ahonen. Wenn einer kürzer springen könnte, dann Funaki. Oh ja, oh ja. Schmidt mit 111,5 Meter. Ich schaue jetzt ganz bewusst mal auf diese Lucky Loser-Regelung. Die schafft Funaki nicht. Nur 106,5, das heißt, auch in diesem Pärchen wird Schmidt sich auf dem fünften Rang der Lucky Loser halten. Möglicherweise kann er sich dann doch noch langsam wieder erwärmen und seine ruhige Position da unten im Auslauf verlassen. Wer weiß, vielleicht gibt es doch noch den zweiten Durchgang mit Martin Schmidt. Langsam keimt wieder etwas Hoffnung auf, da haben wir ihn schon sehr früh abgeschrieben. Es wäre zu schön und es wäre auch nur gerecht nach diesem Duell mit Höllwart, der ja vor, hinter oder auf der Sturzgrenze zum Boden kam. Oh, und da ist hinten eine Platte weggeflogen. Möglicherweise hat er den Telemark so tief gesetzt, dass das Band hinten den Keil rausgezogen hat. Das ist erstaunlich, dass das bei Katsuyoshi Funaki passiert. Ja, Ahonen, aber wollen wir nicht vergessen, der will ganz nach vorne springen und das schafft er auch. Ja, Janne Ahonen, das ist der Kontrahent von Sven Annawald. 123 Meter, nicht ganz so weit wie Peterka. Er übernimmt jetzt Platz 1 in der Tournee-Gesamtwertung, ganz klar. Hat etwas schlechtere Noten als Peterka, aber er war Dritter in Oberstdorf. Janne Ahonen meldet seine Ansprüche an auf den Sieg bei dieser Tournee. Und natürlich auch heute auf den Sieg in Garmisch-Partenkirchen, denn da hat er seinen einzigen der Tournee-Geschichte geschafft. 1995 war das. 123 Meter. So weit geht's also hinunter für Janne Ahonen. Aufwind für Adam Malisch im unteren Bereich. Hier zu sehen, rechts unten in der Grafik. Adam Malisch, sicher einer, der auch für den Tagessieg in Frage kommt. Sicher einer, der diese Schanze beherrscht. Sicher einer, der jetzt auch in Führung gehen kann. Gut weggesprungen oben. Und Malisch springt ganz nach vorne. 123 für Ahonen und da hat er sich jetzt rehabilitiert. 121 Meter für Malisch. Er ist dabei unter den Besten. Das war eine ganz andere Leistung als in Oberstdorf. Der hat es doch drauf, der Adam Malisch. Vielleicht hat er diesen Sprung gebraucht, um sich selbst zu beweisen, dass er es kann. Lange haben wir Apollonio Steiner nicht mehr so fröhlich gesehen. Vierter Rang für Adam Malisch. So, und jetzt wird Martin Schmidt natürlich ganz genau hinschauen, denn Martin Koch springt jetzt auch gegen Martin Schmidt. Er kennt es kaum aus, Martin Schmidt, denn er weiß, springt Martin Koch jetzt 112 Meter, dann ist Martin Schmidt ausgeschieden. Malisch 121 sind für ihn wohl nicht erreichbar, für den 20-Jährigen aus Villach mit dem spektakulären Sprungstil. Aber er springt jetzt eben auch gegen Martin Schmidt. Oh, Schwierigkeiten oben. Bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen und bringt den Sprung aber souverän nach unten. Es war zu befürchten, Martin Schmidt ist ausgeschieden. Malisch setzt sich direkt durch. 116 Meter allerdings für Martin Koch. Sehen Sie mal, wie verdreht er da ins V geht. Also der hat sogar noch Reserven, Martin Koch. Auch er musste heute Wiedergutmachung leisten. Und deswegen hat er mit der ganzen Wut im Bauch aus Oberstdorf den Sprung nach unten gebracht. Schade, Martin Schmidt. So schön war es mit Ihnen in Oberstdorf. So früh hätte niemand einen vierten Rang erwartet. Heute hat er leider nur einen Durchgang gesprungen. Und jetzt wird es richtig laut, denn jetzt kommt sein langjähriger Zimmerkollege. Jetzt kommt Sven Annawald. 123,5 hat Peterka gesprungen, der liegt vorn. Nicht ganz so schnell oben, aber Annawald ist ein Flieger, der nicht ganz das draus machen kann, was wir uns alle erhofft haben. Nein, kein guter Sprung für ihn, Sven Annawald. Der hat technisch noch keinen guten gezeigt hier. 118 Meter. Bekommt sehr gute Noten. Das sicherlich erfreulich. Aber im Moment passt es bei Annawald nicht. Geht es schon an die Reserven? Er hat ja gesagt, nach dem Springen in Oberstdorf geht der Stress schon wieder los. Zu seinen Eltern haben wir live mitbekommen. Es wird eine ganz harte Prüfung, diese Vierschanzentournee.
Ob er jetzt die 6 Siege in Folge schafft oder nicht, er ist ein Kandidat für den Sieg aus allen 4 Springen. Und ich bin mal gespannt, was Thomas Morgenstern leistet, denn der hat gestern die Qualifikation gewonnen. 16 Jahre jung. Aus Österreich. Ganz klar. Nicht ganz so stark wie Hanna Wald. Thomas Morgenstern muss da auch noch die Lucky Loser im Auge haben. 113,5 Meter für ihn. Sollte reichen, Risto Jussilainen zu verdrängen, dann kommt er als letzter Lucky Loser weiter. Genauso ist es. Morgenstern weiter. Peterka in Führung vor Janne Ahonen. Dritter Goldberger, vierter Malisch. Hannawald auf Rang 7. Also kann sicherlich noch was bewirken im ersten Durchgang, im nächsten Durchgang. Urmann 15. Schmidt ausgeschieden. Bis gleich. Die Tournee hat er verspielt in Oberstdorf. Aber zumindest mit solchen Erfolgserlebnissen ist mit Ammann wieder zu rechnen. Für Wietölzl gilt das Gleiche. Er springt jetzt unmittelbar vor Hannawald. Und es gilt wieder zu warten, da gerade im Hang der Wind von hinten bläst. Vor allem jetzt das, was die Springer überhaupt nicht mögen. Etwas drehende Verhältnisse. Sie sehen das. Jetzt hat sich es oben geändert. Ein bisschen aufwind sogar direkt nach dem Absprung. Also wäre eine ganz gute Möglichkeit, ihn runterzulassen. Aber von Sekunde zu Sekunde verändern sich die Verhältnisse. Jetzt ist es okay. Wietölzl sollte gleich grünes Licht bekommen. Im Moment aber wieder Rückenwind. Also so genau so, wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe, sieht das Walter Hofer. Und deswegen gibt es nicht das Kommando an Miran Tepisch, da die Ampel auf grün zu schalten. Da muss einfach gewartet werden, zumal jetzt hier gleich die Entscheidung fällt. Jetzt geht's los für Andreas Wietölzl. Bisschen passiv. Nicht das ganz große Risiko. Das kann er viel besser, der ja dafür bekannt ist, sofort hinterher zu gehen. Es geht hier nicht weiter, er muss warten, bis der Ski ihn wieder trägt. Und das kostet am Ende die Meter 115,5. Wietölzl zunächst mal nur Dritter. Ammann bleibt vorn. Das aber müsste zu packen sein für Sven Hannawald. Jetzt greift Hannawald nach der Führung. Er ist gut drauf. Er wirkt nicht so angefressen, wie man das vielleicht erwarten könnte nach diesem ersten Durchgang. Schlägt Hannawald jetzt zurück. Wie weit geht es noch nach vorne? Leider starker Wind von hinten. Ganz schwer da was draus zu machen. Schneller Ski, aber es geht weit für Hannawald. Und gestürzt. Sven Hannawald ist gestürzt. Der Sprung war richtig gut, 124 Meter. Und wenn er den gestanden hätte, erinnert so ein bisschen an Salt Lake City, an Olympia, dann hätte er vielleicht wirklich noch eine Chance gehabt, den Tagessieg zu greifen. So kriegt er natürlich deutliche Abzüge. Da fehlen etwa 18 Punkte, sprich 10 Meter. So fällt Hannawald auf den 6. Rang zurück. Setzt den Telemark, das ist extrem schwer in diesem Landebereich. Da ist der Druck so hoch und da greift er in den Schnee. Da kann er sich einfach nicht mehr halten, weil er in Rücklage gerät. Schade ist für Hannawald, er hat volles Risiko gegangen. Das sieht auch Wolfgang Steiert und dann bleibt ihm der Atem stocken. Und er hat sofort gesehen, schade, hat er gesagt, gestürzt. Mit 124 Meter, schade, da hatte der Konkurrenz eine richtige Hypothek mitgegeben und kann hier froh sein, wenn nicht mehr passiert ist. Sehen wir nochmal bei der Landung, hat er einen Ski verloren, der ihn fast noch getroffen hätte nach der Landung. Windung hat ausgelöst. Sofort die Hände schützend über den Kopf. So wichtig ist es, dass die Springer einen Helm tragen. Helmpflicht ja schon seit den 70er Jahren. Der Vater ein bisschen enttäuscht, aber jetzt gilt es hier einfach Mut zu machen. Er verliert natürlich an Boden in der Gesamtwertung. Mal schauen, was die machen, die vor ihm liegen am heutigen Tag und die in der Gesamtwertung eine Menge Punkte machen können. Er hat gezeigt, dass er dabei ist mit seinen 124 Metern. Mal schauen, ob die überhaupt noch jemand schaffen kann. Kofler nicht. Andreas Kofler jubelt, kann er auch. Der
auch wenn er einen phänomenalen Wettkampf springt, auch heute Andreas Kofler 120 und 117,5. Das geht in die Region von Ammann und Miyahira, aber eben auch nicht ganz. Nur Rang 3 bis hierhin für Kofler. Das ist der Mann, der die Ski präpariert für Andreas Kofler. Klar, man sollte auch nicht zu viel erwarten, dass er jetzt beständig da vorne reinspringt. Dritter in Titisee, Vierter und Sechster in Engelberg, Fünfter in Oberstdorf und heute schon wieder unter den besten 10. Das ist schon großartig. Roa Jockelzoll. Er hat viel vor, der mischt mit. Und wenn ein Trainer lachend abwinkt, dann stimmt irgendwas nicht. Dann sind die Verhältnisse eben ganz, ganz schlecht. Da darf man Jockelzoll jetzt eigentlich nicht hinunterschicken. Hat einen schnellen Ski und macht einen richtig guten Sprung. Also das ist ein gutes Zeichen. Dann muss er in Topform sein. Der hatte die schlechtesten Verhältnisse von allen Rollen, Jockelzoll, und springt 122,5 Meter. Da waren Windgeschwindigkeiten von über 3 Meter pro Sekunde im Hang. Und trotzdem setzt sich Jockelzoll durch. Das ist eben ein Zeichen, dass auch Klasse, dass auch Niveau solche Sprünge zulässt. Auch Hannawald hat einen schlechten Wind gehabt. Und er hat es riskiert, genau wie Hannawald. Nur, dass er gerade noch das Gleichgewicht wahren kann und nicht stürzt. Er hat den Schwerpunkt noch nach vorn bekommen und rettet sich und geht in Führung und macht in der Tournee Boden gut und ist einer, auf die es für Hannawald achten muss. 121. Tiefschlag für die deutsche Mannschaft. Martin Schmidt ausgeschieden, Sven Hannawald nach furiosem, nach grandiosem Sprung gestürzt. Dadurch viele Abzüge, 21 Punkte verloren schon auf Jockelzoll. Jetzt Malisch, das ist seine Chance. Er muss sie nur ergreifen. Gut weggesprungen oben und Malisch kommt mit Rückenwind klar. Malisch ist zurück und sie haben gesehen, dass auch Hannawald mal schwächelt. Dass niemand sich über die Verschanzentournee lustig machen darf. Und das ist die Möglichkeit, der Konkurrenten zuzugreifen. 123,5 Meter für Malisch. Fast so weit wie Hannawald eben. Den Sprung aber sicher gestanden. Und damit deutliche Führung für Adam Malisch. Er ist zurück und er wird sich nach vorne schieben. Und er hat sie schon gewonnen, die Tournee. Und damit ist auch er einer, dem hier alles zuzutrauen ist. Zumal auch Höllwart verloren hat heute. Hannawald, Schmidt, das waren die, die oben drin waren. Nur noch Ahonen, einer von den besten Vieren, der hier um den Sieg mitspringt. Andreas Goldberger. Sein letzter Sieg datiert vom 9. März 1996, damals in Harrachov. Und der ist gut drauf. Die gute Laune ist nicht gespielt. Der attackiert wirklich, der Andreas Goldberger. Und auch für ihn geht's weit. Auch über die Juryweite. Gute Noten wird er ohnehin kriegen. Der Telemark war klasse. Die Geschwindigkeit ist wieder da. 123 Meter. Goldberger gegen Malisch. Das war im ersten Durchgang schon knapp. Malisch bleibt genau wie Goldberger vorne. Beide gleich. Malisch und Goldberger auf Rang 1 und damit beide auch schon sicher auf dem Podest. Spannender geht's nicht, aber es gibt noch zwei, die da vorbeifliegen können. Gibt's zwei dritte Plätze, gibt's zwei zweite Plätze oder gibt's zwei erste Plätze? Zwei sind noch da, Janne Ahonen und Primož Peterka. Aber Andreas Goldberger, dem wäre das so zu wünschen, wirklich von Herzen, dass der durchgehalten hat, dass der nach wirklich schwachen Jahren im Weltcup dennoch dabei geblieben ist. Alle Tiefs, die das Leben so mit sich bringt, durchlitten hat. Das neue Trainerteam hat möglicherweise zusammen mit seinem Manager Eli Federer den Ausschlag gegeben, dass er doch weitergemacht hat. Jetzt zahlt sich's aus. Und das ist der Mann, der hier der Favorit ist für den Sieg heute. Führt im Moment in der Vierschanzentournee. Muss ein bisschen warten, da es doch ganz gut von hinten bläst. Aber er wird runtergelassen. Jockelzoll hat auch was Gutes draus gemacht. Unten sind die Verhältnisse sogar gut. Guter Absprung. Und ist der schnell, der Ahonen. Ist der schnell. Auf Wiedersehen, Jan Ahonen. Schanzenrekord im Bereich des Schanzenrekords, auch wenn es gestürzt war.
Da hat er fast ein bisschen zu viel riskiert. 129 Meter, einen halben Meter kürzer als der Schanzenrekord von Adam Malisch. Überflieger Janne Ahonen. Aber die Frage ist natürlich, aber ich habe es auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass auf einmal Aufwind da war im Hang. Ahonen nur Vierter. Fällt also zurück hinter Malisch und Goldberger, die weiter Platz 1 behalten. Ist das ein Wettkampf heute? Musste sogar aufmachen. Der hätte noch weiter springen können, der Janne Ahonen. Aber da hätte er sich möglicherweise ganz böse verletzt. Es gibt ganz schön viel Anlauf hier in diesem Durchgang. Dieser Flug von Ahonen, eigentlich der Beleg dafür, dass es fast zu viel ist. Aber wenn man die Verhältnisse so nutzt, nämlich Rückenwind oben beim Anlauf und dann unten Aufwind, dann sind die Verhältnisse wirklich ideal. Da haben wir Edi Federer, den Manager von Andreas Goldberger und von Adam Malisch, immer unten dabei. Da hat er sich zu früh gefreut, der finnische Betreuer. Denn Ahonen durch diesen Sturz, leider erstmal nur Vierter. Faire Gratulation, aber er ist stocksauer, denn Ahonen weiß, ich war hier eigentlich der bessere Mann. Primož Peterka. Er hat jetzt wirklich alles in der Hand. Gewinnt er seinen zweiten Weltcup der Saison? Er schafft es, wenn er den Sprung steht. Er hat ihn gestanden, Primož Peterka. 123,5 Meter im ersten Durchgang. Jetzt auch 123,5. Das sollte reichen für Platz 1. Dann müsste er vorbeigehen. Jawohl, er geht vorbei an Malisch und Goldberger. Primož Peterka gewinnt. Wir spulen ein paar Jahre zurück und sehen den Sieger von 97, Primož Peterka, ist zurück. Er gewinnt in Garmisch-Partenkirchen und das mit der Startnummer 13. Wer hätte ihm dieses Comeback zugetraut? Das muss man einfach mal fragen. Der kam 1995 aus dem Nichts, verschwand im Jahr 99, als Martin Schmitz Stern aufging von der Bildfläche, tauchte ganz vorsichtig im letzten Jahr wieder auf und ist jetzt schon in der Lage, wieder zu siegen. Er küsst den Schnee von Garmisch-Partenkirchen. Eine Geschichte wie aus dem Märchenbuch. Primož Peterka gewinnt hier in Garmisch-Partenkirchen. Wenn man sich die Ergebnisse zuletzt anschaut, dann war das fast ein bisschen abzusehen. 13. in Engelberg am ersten Tag, 10. am zweiten. Dann ist Oberstdorf schon 7. Und wenn so ein Mann das Vertrauen zurückgewinnt, genau wie Adam Malisch oder wie Andreas Goldberger, dann sind